So. Das ging schnell. No sign, huh? I know they say they were disguised as a man, but don't you think they might be disguised like Kisma? Ich höre etwas. Hear what? Ah, get out of me way! Nein, nicht me way, the way. What? Ah! Lifa! Dead from above! Sorry, I didn't expect anyone to be below me. Are you okay? Forest elf, you must be the spy that stole the key, right? Wait, what? I'm not an elf, I'm a sylph. I mean, an ALO at least. ALO? Never mind that. Do you know anywhere around here where players gather together? I just made it to the floor and still don't know what's what. Just made it up, so you mean you're not an NPC but another player? I've been trying to tell you that, right? Wrong. Okay, fine, I get it. I look ridiculous, but I didn't decide on this look, okay? There's a lot of happened. Anyway, backing up a bit, do you know where players gather up? The Town of Beginnings. I'm sure I sat on this floor, plus I've been using Town of Beginnings as the base already. I promise there's nothing to see there. We are still working our way through this floor. We might be able to help you if you're in need, but don't worry. I made it all the way here on my own, so I don't feel like getting mixed up with anyone now. Ja, du. Die weiß auch egal, dass du uns als ein Kissen benutzt hast. I'm really sorry about that, but the fog is really bad around here, right? I thought if I got above it all, I might get a better look. So I climbed all the way up there, but the fog just covers the whole place and you can't see a thing. Deswegen bist du runtergefallen. I didn't fall, I jumped! I wouldn't have if I knew you were there, though. Ooh! You have the aura of the man fog, but you not look like one. Pray tell, what are you? Hä, du bist ja aus dem Nichts aufgetaucht. This is nothing. The people of the forest are full of tricks. A simple vanishing magic is the simplest of them all. Who is this? I wish to ask you the same. Okay, so this really is a human, okay? And Kisma isn't a bad guy either, so can we all just put our weapons away? Indeed, if Quara says so, it must be true. My apologies. So she's no salamander, not a spriggan, or an imp either. Is she really an elf? Oh man, endlich treffen wir auf Lifa. Das wird aber auch mal Zeit. Waifu-Time, meine Freunde. In the words of your people, I am a dark elf. I am Kisma, Knights of Liusula. I am Lifa. Nice to meet you. And who are you two? Und wir stellen uns vor. Ich fahre an Koharu. Hey, can I ask you something? This elf here is an NPC, right? Players in SAO can only choose human avatars, right? Yeah, you're right. But Kisma is our friend now. Ah, she's like an event NPC then. Okay, I'll try and stick to the story too then. So, sorry, you were on a quest, weren't you? The language of man escapes me, but if you ask me if we are at Mr. Search, then yes. The Dark Elves had a treasure of theirs stolen by the Forest Elves, and the thief is somewhere in these woods, so we came out in search for them. Unfortunately, I found no trace to the east. Where could they be hiding? Does this Wood Elf look something like me? If so, I think I know where they are. I bumped into some rough-talking guy, yeah, and he was saying something about how they were waiting for me to bring some keys stolen from camp. I told him I didn't know what he was talking about, but he got super mad and told me to get out of the quest starting point. Which means that Forest Elf was probably heading for that spot, don't you think? So they've colluded with menfolk to steal our key, have they? Lifa, can you tell me exactly where this was? Straight down this road, towards the teleport gate. They got me as soon as I left the safe zone, so it really stuck out. Hey, you think I can join you guys? It will be a pain to get mistaken for a forest elf again, but I feel like I'd be better off with you. Kannst du kämpfen? Well, I've made it all the way to floor 3. I can handle myself. Anyway, looks like we'll be together for a while. That's reassuring. The fog is filled with enemies in waiting. I watch over Lifa. Let's get back to search then. Come on, der Gefallene. Okay, Lifa ist uns beigetreten und hilft uns jetzt dabei, diesen Spion zu finden. Perfekt. Händereib. So. Wieder lesen. Nee, das ist das Schlimmste an diesem Let's Play.
Also klar, ihr sagt, ich muss es gar nicht vorlesen, aber dann ist es irgendwie tot, wisst ihr? Vielleicht spare ich es mir ja doch mal. Okay, da ist dieser Spion. Okay, wir haben jetzt in die Ecke gedrängt und müssen jetzt wahrscheinlich gegen ihn kämpfen, damit er uns den Key zurückgibt, den Schlüssel. Oh, weia. Vielleicht ist es doch angenehmer, wenn ich nicht immer alles vorlese, sondern dann einfach nur kommentiere, wenn ich was dazu zu sagen habe, so. Übersetzen tue ich am Ende sowieso, aber es ist verbessert für meinen Hals, weil sonst muss ich immer was trinken und dass mein Hals wieder ausgetrocknet wird hin und her. Oh Mann. Wir sind also zu spät. Der hat den Key schon jemandem übergeben. Er hat sich geopfert, damit ja, der Key übergeben werden konnte. Es geht um Kismets Schwester. Wo ist das Camp? Okay, sie sagt, sie würde gerne fliegen, aber eigentlich ist sie noch ein Mensch, deswegen kann sie es nicht. Und jetzt sollen wir sagen, Asato, du bist ein Sylph. Okay, also wie gesagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten zu dem Labyrinth und dann den Jade-Schlüssel zurückholen. Und wir sollen nicht so viel zu Leafa hinterfragen, weil sie selber noch nicht, also sie findet sich selber noch zurecht und sie kann uns zum Beispiel, was ein Sylph ist, also wer Alfheim online geguckt hat, weiß das sowieso, aber ich meine nur, sie kann uns das noch nicht sagen, sagt sie. So, das Witzige ist, wenn ich vorlese die Dialoge, dann ist mir das zu viel. Dann wird man nach einer Zeit mein Hals trocken und so. Aber wenn ich nichts vorlese, werde ich ultra müde beim Lesen. Irgendwie doof. Aber was soll man machen? So. Wo müssen wir denn hin? Okay, einfach dem Weg folgen. Hier sind wir wieder hier. Also Floor 3 ist auch sehr klein. Aber Floor 1 ist bis jetzt noch der größte, wie ich das gesehen habe. So.
Wir stellen uns vor. Ja, sie haben gesagt, dass die Welt, die hier die Waldelfen und die Nachtelfen sehen, dass das je nachdem, zu welchem Volk man angehört, dass es andere sein können. Das heißt, obwohl wir auf demselben Floor sind, würden Nachtelfen Nachtelfen hier bei diesem Camp sehen und Waldelfen eben Waldelfen. Und sie hat gesagt, dass sie keine Regrets hat, also dass sie nicht zurückblickt und so, weil sie sich geschworen hat, ja, sich in diese Welt zu bringen. Und das fragen wir jetzt nach, was sie damit meint. Aber natürlich sagt man nichts, klar. Wir wollen dir helfen, Kisme. Selbst in diesem Krieg. Also Leafa will sich reinschleichen und so tun, als wäre sie ein Waldelf. Und der, dieser Spion, der seinen Pass und so hat droppen lassen, das benutzen wir dann halt als Intel. Also, Leafas Plan, es ist so zu tun, als hätte sie, also wie gesagt, als wäre sie ein Waldelf und hätte Kismel als Geisel genommen und dann wird Kismel halt so tun, als ob sie sich dagegen wehrt. Und dann, ja, werden die Wachen bestimmt den Key woanders hin, also den Schlüssel woanders hinbringen und in dem Moment wird Leafa das halt beobachten. So, mal sehen, was hier der Händler hat. Ah, eine Quest, okay. Okay, da müssen wir nur 15 Rusty Golems vernichten in dem Spider Cave, wenn das nicht mehr ist. So, den Kollegen aktivieren wir hier erstmal. Aber anscheinend müssen wir erst mit Kibao sprechen. Antoni?
なるほど。 Also Kibau hat gesagt, dass sich die beiden Gilden, die von ihm und die von Lin in, wie soll ich sagen, dass sie sich bei diesem War zwischen den Dunkelelfen und den Nachtelfen, dass sie sich halt für die jeweils gegenüberliegende Seite entschieden haben. Und weil das zu nichts führen würde, haben sich beide dazu entschieden, einfach aufzugeben. Aber jetzt hat Kibau mitbekommen, dass durch diese Quest, dass wir was erfahren, was wahrscheinlich für den Floor-Boss wichtig ist. Und dann sollen wir das dem sagen. Und der anderen Quest, wenn wir, der anderen Gilde werden wir es auch sagen. Okay, let's go to Kismel. Das haben wir den Kollegen auch aktiviert. Egal, einfach zu Kismel. Ist nicht mehr Kismel. Müssen wir ab hier hin? Aber ja, ich denke schon. Okay, vergiss es. Wir können ja noch nicht durch. Achso, warte, was ist denn hier? Okay, da müssen wir irgendwelche Spinnen töten. Gut. Hier sind diese Spinnen. Immerhin müssen wir nichts droppen, wir müssen die Spinnen nur vernichten. Können wir jetzt ein bisschen zwischenleveln. Vielleicht erreichen wir ja noch Level 70 oder so. Mal gucken. Hier gibt es halt diese Spinnen-Safe auch hier. Oh Mann, ey. Wir haben es ja bald. Nur noch 7. Nur noch 3. Und das ist der letzte Kollege. Sehr gut. So. Die Quest hätten wir. Wow, 60 EP, Wahnsinn. Wo soll ich nur hin damit?